Ei, gut. Ey, wusstet ihr schon, dass es vegane Bratpfannen gibt? Na, war mir auch vollkommen neu. Habe ich jetzt durch Zufall erfahren, ne, weil es mir im Internet nicht so alles sieht. Vegane Bratpfannen finde ich echt eine geile Sache. Ne? Also ich meine, ich hoffe, die zerlaufen dann nicht so schnell wie die Bratpfannen aus Schweineschmalz, die ich sonst immer nehme. Nein, also mal Spaß beiseite. Ich hatte da keine Ahnung von. Ne? Und dann stand dann drin, die sind mit Avocadoöl beschichtet. Okay. Ne, also, dass man was mit Öl beschichten kann, war mir jetzt auch neu, imprägnieren vielleicht ja, aber naja, wahrscheinlich ist die Beschichtung irgendwie mit Avocadoöl gemacht. Und bei nicht-veganen Pfannen soll da teilweise wohl irgendwelche tierischen Produkte mit drin sein. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt, ne, meine Teflon-beschichteten Pfannen, das Teflon da irgendwie aus Kuhmist oder keine Ahnung, was gemacht wird, ist mir vollkommen neu. Ich dachte, das wäre alles chemisch. Na, aber ich finde das ja super für Veganer, ne? Kosten auch nur ein bisschen mehr vielleicht wie andere oder auch nicht, keine Ahnung. Na, bin in den Preisen nicht so drin, hat mich jetzt auch nicht so wirklich belastet. Na, und dann hat die Dame, die das gepostet hat, auch noch wunderbar geschrieben, dass da bis jetzt noch nichts angehaftet ist, weil sie das nur mit Küchenpapier sauber macht. Jo, mache ich mit meinen herkömmlich beschichteten Pfannen auch, ne? Heiß ausspülen und dann ist auch gut, wenn es gut beschichtet ist. Na, aber wenn man jetzt da wirklich Bedenken hat, habt ihr schon mal von Gusseisen gehört? Gusseisen soll ohne tierische Produkte entstehen, habe ich mir sagen lassen. Weil da wird einfach Eisen gegossen. Und Eisen ist weit weg vom Verdacht, aus Tieren hergestellt zu werden. Und gut, kommt drauf an, wenn man das natürlich dann auf Kohle schmilzt. Ne? Kohle ist ja eigentlich toter Dinosaurier, wenn man es richtig nimmt. Ne? Da muss man auch immer vorsichtig sein. Ja, und ansonsten könnte man ja auch Edelstahl nehmen. Gut, habe ich als Pfanne jetzt noch nicht so gesehen. Dann grillt man das Zeug halt. Ach nee, dann nimmt man wieder Kohle, ne? Oder Gas. Warte mal, Gas ist ja dann eigentlich auch toter Dinosaurier, nur halt nicht in fester Form, wenn man das so richtig nimmt. Nee, also vergessen wir das mal. Aber ich finde das jedenfalls toll. Und Avocado ist ja auch wirklich sinnvoll, das dann zum Beschichten zu nehmen. Ja, Avocado ist ja ökologisch so sinnvoll. Für ein Kilo Avocado braucht man 1000 Liter Wasser. Das wird ja auch meistens in Regionen angebaut, wo es relativ warm ist und wo sowieso schon Wassermangel ist. Im Vergleich, ein Kilo Tomaten braucht 180 Liter Wasser. Na, also macht das echt Sinn. Ne? Rettet die Natur, na? Beschichtet eure Pfannen mit Avocadoöl, na? Und lasst die Menschen dursten, wo die Avocado angebaut wird. Für die Gesundheit, für die Umwelt, für die Pfanne. Guten Appetit.